Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem persönlichen super duper favorite House. Ja, ist es nicht. Nicht, weil ich es nicht schön finde oder weil ich mich nicht darauf gefreut habe, nein, sondern weil hier diese doofen Wände sind, die uns schon die ganze letzte Folge verfolgt haben und wo ihr mir jetzt gesagt habt, sorry Ina, da gibt es keine Lösung für, jedenfalls kennen wir keine. Ja, das bringt mich gleich dazu, das mal abzureißen. Weil ich das nicht besonders schön finde, wenn es dafür keine Lösung gibt. Das darf nicht sein. Das müssen wir ändern. Von daher muss das halt jetzt geändert werden. Ich habe schon überlegt, ob ich hier eine Wand reinziehe und die dann ebne und weiter bin ich noch nicht. Weil ich finde es irgendwie doof, wenn da jetzt keine Wand ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich muss auf jeden Fall die Höhe beibehalten. Ihr hattet ja auch die Idee, hier mit Halbwänden zu arbeiten. Ist auch eine gute Idee, sage ich gar nichts. Aber ich brauche halt hier dieses Zur. Ich weiß nicht, also wir können ja einfach jetzt mal mit dieser doofen Säule arbeiten. Dazu muss ich hier aber erstmal wieder meine Sheets aktivieren. Und ich habe mal wieder meine tolle Circumflex-Dings hier drin. Whoops. So. Moment, lasst mich überlegen. Genau, Säule platzieren. Da wollte ich ja einfach irgendeine haben, die ein Zweierbereich ist. Ich weiß zwar nicht mehr, warum ich das haben wollte, aber ich will es auf jeden Fall jetzt haben. Die ist eigentlich ganz cool. Außerdem sehen wir da den Kopf nicht. Das wäre schon irgendwie okay. Hä, warum ist die jetzt eigentlich so groß? Müssen wir da doch noch ein Stück höher? Oder, wow, was hat das denn gerade? Reicht es, wenn wir die hier weiter unten platzieren? Ist die dann genauso hoch? Also wir müssen sie tatsächlich unten platzieren, aber dann lässt sie sich da nicht reinstellen. Das ist ja mal ätzend. Die verschwindet grafikmäßig, wenn wir sie da reinbringen. Hier ist auch noch okay, da ist okay. Also sobald wir sie hier unten reinsetzen, sehen wir sie nicht mehr. Ist ja mal mega Banane. Dadurch, dass es in der Kellerebene ist, ne? Das ist blöd. Also müssen wir sie auf jeden Fall in die obere setzen, was meinen Plan so ein bisschen vernichtet. Das heißt, wir können die ganze Ebene auch wieder eins höher glätten. Ganz großartig. Ach, Mio. Das ist echt doof. Weil dann müssen wir tatsächlich noch ein Stück höher gehen. Weil ich hätte die Ebene schon gerne so da oben drin. Nee, das wollte ich jetzt auch wieder überhaupt nicht. Ach, ja. Die Freuden des Cheatens, ne? So, Moment. Ich will die auf jeden Fall dann ein bisschen verschieben, aber das kommt zum Schluss, würde ich mal sagen. Gut, jetzt sind wir hier mit den Säulen ein bisschen höher. Genau genommen, genau die Ebene, die wir brauchen. Das heißt, wir könnten eigentlich von der Höhe aus cheaten, oder? War das jetzt true oder false? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme einfach mal an, das war false. Ich vergesse es auch jedes Mal. Glaubt ihr, ich merke mir das irgendwann mal? Es ist einfach unmöglich, dass ich mir das mal merke. Alles klar, jetzt sind wir gleich noch eine Ebene höher gerutscht. Kann schon mal passieren. Ne? Muss aber nicht. Passiert allerdings doch. Gut, dann reiße ich das hier einfach mal ab. So mutig, wie ich bin. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welcher Ebene ich mich hier noch befinde, aber ist okay. So, nee, das... Ich glaube, wir müssen genau auf die Ebene, wo gerade diese Wand sich platziert hat. Allerdings hat sie das ohne ein Gitternetz getan, diese blöde Kuh. Verdammt, was soll das? Auf was für einer Ebene sind wir denn hier gerade? Ich habe völlig vergessen, welche Ebene wir hier gerade haben. Also müssen wir das hier alles mal wegreißen. So. Jetzt sind wir auf der Ebene hier. Ah, wir bilden trotzdem kein Netz mehr. Warum bilden wir kein doofes Netz mehr? Aber wir sind doch noch niemals oben angekommen. Wir sind eins, zwei, wir sind jetzt gerade in der dritten Ebene. Hallo? Und wenn ich da jetzt eine Säule hinstelle, kriege ich dann eine Ebene? Ach, Mensch, ey, wenn ich noch... Oh Gott, nee, ey, jetzt verschiebt sich das wieder um 3 Jahre. Gut, also deaktivieren wir erstmal den Cheat, bevor ich den Anfall kriege. So. Setzen wir hier einfach mal ganz spontan eine Säule drauf. Jetzt müssten wir ja die Höhe haben, die ich eigentlich haben will. Also ich gehe jetzt einfach mal spontan davon aus.
So. Das heißt, ich müsste erst einmal die Ebene hier unten glätten. Ah, das ist nicht dieselbe Höhe, ne? Moment mal, die Ebene. Das ist die Kellerebene. Die hier lang geht, ne? Ja, da bin ich genau auf einer Höhe. Das ist die Kellerebene. Das heißt, die Fundamentebene ist die hier. Gut. Oh, ich bin gerade völlig verwirrt, welche Ebene hier welche ist. Also müsste die hier deutlich gleich die sein, oder? Weil wenn ich jetzt in die Ebene gehe, nimmt er die ja hier nicht mehr an. Was ich sowieso nicht verstehe. Gut, okay, das sagt mir, wir machen jetzt einfach mal alles rückgängig hier, in der Hoffnung, dass sich das dann wieder verschiebt, so wie es sein soll. Gut, jetzt sind wir jedenfalls wieder auf der Höhe, aber ich mache trotzdem mal hier einfach alles zurück. Jedenfalls so weit, wie es geht. So. Das heißt, ich hätte jetzt hier einfach gerne nur eine Ebene höher, ne? Dann kann ich doch eigentlich schon fast eine Komplettwand dahin zimmern. Dann brauche ich ja die Halbwand hier nicht, ne? Wenn ich das einfach hier so ausbaue und mir hier einfach mal keinen Stress mache. Geht rein theoretisch, sieht aber nicht sonderlich gut aus. Und wir haben schon wieder kein Netz und ich weiß nicht warum. Wir sollten vielleicht mal den Anbieter wechseln. Hallo? Okay, ja gut. Das ist Geschmackssache, ob man das lustig findet. Nö, das wollen wir jetzt nicht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das mit der Säule funktioniert. Dann haben wir zumindest die Ebenenhöhe, die ich eigentlich haben wollte. Allerdings weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt die Wand kürzen kann, da die dir selber keine Ebene besitzt. Ergibt das Sinn? Weil wenn ich jetzt hier mit der Ebene komme und das gerade machen will, dürfte der die eigentlich nicht nehmen, weil ich kein fucking Gitternetz habe. Was mich natürlich ein bisschen ärgert. Nicht gut. Und das Blöde ist, ich kann da jetzt auch nichts reinstellen, außer eine kleine Säule direkt da oben, um dieses Netz zu kriegen. Und dann ist es auch nur das Netz von der Säule und nicht vom Dingens halt. Ich wette, wenn ich das jetzt wieder gerade mache, mit dem anderen Netz, Moment, ich brauche es erstmal, dann funktioniert das nicht so, wie ich mir das denke. Was wiederum blöd ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich das jetzt hier ziehe, dürfte es eigentlich nicht funktionieren. Genau das meine ich. Ach, Mensch. So, nee, das Netz können wir mal behalten, weil dann machen wir das hier gleich mal eben. Und das andere Ding muss ich jetzt mal wegreißen, weil sonst weiß ich nicht mehr, was ich hier eigentlich vorhatte. Gott, nee, ey. Ist das ein Quark. So, das mal weg hier. Gott, ey. Kann das nicht einfach mal komplett verschwinden hier alles? So, geh mal weg, genau. So, du weg. Und es geht alles nicht weg. Das ärgert mich. Warum kann ich die Bodenfliese nicht wegmachen? Wegen der Treppe oder was? Ich glaube, es war wegen der Treppe. Aber ich will hier auch nicht mutmaßen, deswegen lassen wir das einfach mal so die Wand hier weg. Ruhig ein bisschen mehr heute mal wagen. Gott, dauert es ewig, dass hier mal alles gelöscht ist. So. Ach, geh doch weg, Treppe. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist weg, unser tolles Nebengerüst. Aber die Halbwand, ganz ehrlich, da brauche ich jetzt keine Säule. Da nehme ich jetzt einfach eine stinknormale Wand und baste mir mal daraus eine Säule, ne? Aber alles andere finde ich jetzt schon ein bisschen Banane. Sieht ja sonst noch nichts aus. So. Ist das schick? Ist auf jeden Fall schicker als die Idee, die wir davor hatten, oder? Also ich finde, so ist es gar nicht mal so übel. Oder? Vielleicht ein bisschen sehr blockmäßig im Sinne von, hey, wir haben mit irgendwelchen Bauklötzern gespielt. Aber an sich finde ich es jetzt gar nicht so übel.
die gute Sandra hat mir auch den Tipp gegeben, wir könnten hier mit dem Fundament arbeiten, um hier dieses ganze Zeug wegzukriegen. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt zwar hübsch und so als Lösung, aber es ist mir dann doch ein bisschen zu steinig. Und dann muss ich jetzt die Büsche wieder alle wegmachen, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Und wenn wir das denn hier platziert haben erstmal, dann müssen wir auch wieder was finden, was wir da drauf platzieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann irgendwie auch wieder doof. Also lassen wir das auch gleich mal sein. Habe ich jetzt den Cheat noch aktiviert? Ich habe keinen Plan. Okay, wir haben ein Foto gemacht, wie schön. Nee, True ist alles super. Sehr schön. Konnte ich deswegen vielleicht gerade die Ebene nicht machen? Ich bin auch ein Klotzkopf, ey. Ich habe das gar nicht aktiviert gehabt, oder? Na, ist ja auch völlig Wurst Piepe. Wir haben jedenfalls das Haus jetzt so weit fertig, dass es funktionstüchtig ist. Das heißt, wir können Räume drin gestalten. Hier haben wir noch den Kellerraum, wo ich immer noch überlege, wie wir das machen. Wir könnten ja in dem Haus auch einfach mal nur Fahrstühle platzieren. Das wäre ja auch mal eine Idee, weil ich habe schon lange kein Haus mehr mit einem Fahrstuhl gebaut. Das Problem bei dem Haus ist einfach, wenn man hier mit einem Fahrstuhl arbeitet, dass ich nicht weiß, ob wir die Ebenen auslassen können. Dadurch, dass wir hier durch mehrere gearbeitet haben, könnte das ein Problem werden. Was mich dann doch wieder zur Treppe greifen lässt. Weil es einfach von der Gestaltung einfacher ist. Ich muss nur überlegen, ob wir die Treppe hier auch so durchziehen können. Ob die dann in der unteren Ebene landet. Moment, andersrum. Beziehungsweise in der oberen. Weil, wenn wir das jetzt so machen, haben wir daraus eher eine Wendeltreppe gemacht als alles andere. Und deswegen überlege ich gerade, wie kompliziert wir das Ganze gestalten wollen, wenn wir jetzt hier noch anfangen, eine Treppe einzubauen. Weil dann müssen wir die Ebene hier drin wieder beachten. Und es wird einfach nur richtig, richtig ätzend. Ja, deswegen baue ich einfach nicht so kompliziert, weil mir das voll auf den Sack geht. Immer da alles Mögliche vorher zu beachten und weiß ich nicht was. Aber es ist eine Herausforderung, wisst ihr? Weil sonst baue ich immer nur so simpel und darauf habe ich dann irgendwie keinen Bock. Nur jetzt muss ich erstmal überlegen, deswegen quatsche ich auch gerade so viel, was wir als nächstes machen. Es würde sich ja jetzt tatsächlich anbieten, die Treppen einzuziehen. Auch wenn das heißt, dass ich gleich ausrasten werde, weil es mich bestimmt nerven wird. Moment mal, ich habe jetzt, glaube ich, auch die Wendeltreppe, genau, hier vom komischen Studio-Dingens, die wir hier allerdings nicht einbauen können, weil die Decke zu niedrig ist. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, da die hier höher ist als irgendwo anders. Aber na klar, Decke ist zu niedrig, ergibt Sinn. Gut, damit können wir also auch nicht arbeiten. Ich denke mal, mit einer Wendeltreppe wird es auch schwierig werden. Und mit der hier auch. Mit dem Ding erst recht, alles klar. Also das funktioniert schon mal nicht. Die sagt von vornherein nein. Und die Treppe hier überlegt es sich noch, ob wir da vielleicht noch einen Anschluss finden. Also müssen wir da tatsächlich jetzt mit der Zwischenebene arbeiten. Ach, herrje. Das wird jetzt gleich richtig ätzend. Weil ich muss Wände einziehen. Das heißt, ich muss nochmal alles mit dem Sheet überarbeiten. Das heißt, ich weigere mich, das zu tun. Und erzähle lieber weiter über Gott und die Welt. Ist es nicht schön, hier zu sein? Wir könnten hier eine Treppe platzieren. Das wäre so schön simpel. Ach, Menno. Das wäre es eigentlich. So eine riesig geile Dachterrasse. Das wäre schon irgendwie ein bisschen Porno. Aber gut, kümmern wir uns doch um unsere liebevoll gestaltende Treppe. Jetzt muss ich mir ganz genau überlegen, wo ich diese Pisstreppe platzieren will. Weil sonst arbeite ich mich hier gleich um Kopf und Kragen. Ich würde die ja glatt hier platzieren wollen. Und dann mache ich die auch gleich mal auf 3. Weil der Eingang hier die 3 hat. Ist das schick? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Vor allem das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich von hier oben die Treppe durchplatziere. Wir könnten es einfach nur mal ausprobieren, indem ich hier den Boden lösche. Und hier die Treppe mal nach unten platziere. Auf jeden. Es funktioniert. Das ist natürlich mega Porno. Ich kann da einfach durchbauen. Ich muss kein extra Geflackle, Backle, irgendwas machen. Das gefällt mir schon mal sehr. Ich muss keine scheiß Absätze bauen, die mich sonst voll angekotzt hätten. Wuhu! So, also reißen wir die ganze Scheiße hier mal weg. Nur das Problem ist, ich brauche hier halt noch den gewissen Abstand.
Gut, da das ja ein Industrieloft werden soll, überlege ich gerade, ob ich halt sehr lichtdurchlässig arbeiten möchte oder halt doch sehr fundamental mit massiven Einsätzen. Ich glaube, ich hole das Loft sowieso mehr in die Moderne, statt in diese Fabrikschiene. Von daher, wir haben sowieso nur zwei Wohnebenen, ne? Mache ich das mal auf 2. So, und dann kann ich da einfach mal ein Treppenhaus draus basteln. So. Gut, das ist das Treppenhaus. Und hier will ich das eigentlich sehr offen und durch Licht durchflutet haben. Allerdings wird das etwas schwieriger. Da ich mich hier aus Erfahrung immer sehr anstelle. So, ja, das ist erstmal groß genug. Hier würde ich dann sehr, sehr gerne die Küche mit einem Esszimmer drin haben wollen. Und in die Richtung hätte ich gerne das erste Schlafzimmer. So, mit einem Flur. Und oh. Vielleicht ein etwas größeres Badezimmer. Soll ja nicht schlecht sein. Und noch irgendein Raum. Keine Ahnung, wofür der denn gut ist. Aber wir werden es erleben, denke ich. Ja, was machen wir hier oben rein? Vielleicht noch ein Schlafzimmer? Ach, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so ein großes Schlafzimmer, oder? Machen wir einfach hier ein Schlafzimmer rein. Muss reichen. Und hängen hier einfach ein Badezimmer rein. So. Ich muss mal gucken, mit welchem Zaun ich hier arbeiten möchte, beziehungsweise mit welchem Balustradenteil. Ich weiß gar nicht, gibt es hier direkt eins für Into the Future? Ist das das? Hm. Ein anderes sehe ich jetzt aber auch nicht. Von daher wird es das wahrscheinlich sein. So. Dann setze ich hier in dem Rest mal wieder was ein. So. Okay, ja, hier existiert keine Treppe. Schon klar, mein Fehler. Die tut nur so, als wäre sie da. Okay. Was mir gerade einfällt, was natürlich auch cool wäre, wenn man das in der Mitte zusammenführen könnte. Aber dafür haben wir gerade leider nur diese Dreierposition. Und da durchführen lassen können wir es auch nicht. Ärgerlich. Das wäre auf jeden Fall sehr cool geworden. Das wäre auch so eine coole Sache auf jeden Fall für Sims 4 gewesen. Dass man die Schräge so individuell anpassen kann. Nicht nur mit 90 Grad oder 45, sondern halt auch, dass man die Gradzahl komplett variieren kann, wie man das Ganze bauen möchte. Bin ich ja mal gespannt, was es da noch so für Optionen geben wird. Ich finde ja sowieso das Fundament ändern total toll. Das wird mir eine Menge Ärger ersparen, genauso wie die Einstellungen mit der Wandhöhe. Dann werde ich mich hier nicht mehr rumärgern und das wird mich hoffentlich nicht mehr nerven. Aber gut, ich sammle mir jetzt erstmal hier ein paar Fenster auf. Damit wir hier mal... Ups. Ja, jetzt weiß ich, warum sich hier alles so in der Grafik verhaut. Weil ich diesen verdammten Cheat noch anhabe. Ich hasse es, damit zu bauen. So, das heißt, ich reiße diese fucking Treppe nochmal ab. Ich bin heute aber auch sehr beleidigend in meinen Äußerungen. Oh nee, gut, okay, aber ist nicht weiter schlimm. So, jetzt habe ich auch mehr Vertrauen zu dieser Treppe. Dann reiße ich die hier auch nochmal ab. Ich traue nämlich Sachen nicht, die ich mit einem Sheet gebaut habe. Das führt generell bei mir immer zu Problemen. Und dann raste ich letztendlich aus. Ist eher ungut. Gut, ja, Wände platzieren, da passiert nicht viel. Aber der ganze andere Kram, das ist eher weniger gut. So, jetzt werden wenigstens auch die Fenster richtig dargestellt. Das finde ich sowieso immer viel schöner.
Gut, machen wir die Ecke hier auch noch mit. Und dann würde ich gerne das Teil hier offen gestalten. Da ich es ja sowieso mal mega cool finde, dass wir hier überhaupt rausgucken können. Jetzt muss ich mal gucken, wie es von außen ausschaut, ob wir da ein Fenster reinsetzen oder eher nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich finde es besser, wenn es so ein kleiner Kloster oben ist. Seitenfenster finde ich irgendwie auch blöd. Aber wenn wir das so ganz leer lassen, sieht es bestimmt auch blöd aus. Wir könnten höchstens mit solchen Fenstern arbeiten. Oder, oh, es gibt so ein Fenster, was ich total liebe. Aber ich weiß jetzt nicht, welches es ist. Es ist... Ist es das? Ich glaube, das ist es. Oder so ähnlich. Nee, das hier ist es. Das finde ich so cool. Oder? Das ist doch mega. So ein geiles Fenster. Das ist, glaube ich, das von Barhaus oder so. Nee, das ist so ein extra Fenster. Ich habe nämlich ganz viele Fenster und sowas gekauft. Gerade weil wir jetzt hier bauen, dachte ich, wäre das eine ganz gute Lösung. Aber, ich überlege, ob wir die jetzt komplett nutzen, da sie halt Downloadware sind. Dann würde ich die anderen Fenster wieder alle rauswerfen. Aber das würde bedeuten, wenn ihr das Haus haben wollt, müsst ihr euch die ganze Schose kaufen. Und das ist ja etwas, was ihr eher nicht so mögt. Von daher überlege ich gerade. Ja. Weil ich finde, die Fenster sehen schon extrem geil aus. Ach, Mio. Nee, ich lasse es mit den Fenstern sein, weil wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, SPS, Download House. Okay Leute, lasst uns einfach mal einen Kompromiss schließen. Bei Downloadhäusern werde ich von nun an einfach keinen Download-Content mehr nutzen. Da die Häuser ja explizit für euch sind, dass ihr damit spielen könnt und halt was davon habt. Und bei Häusern wie SBS oder halt auch Abonnentenhäuser werde ich Store-Content benutzen. Bei Abonnentenhäusern natürlich nur in Absprache, ist klar, wenn ich weiß, hey, der hat das und möchte es unbedingt verbaut haben. Und ja, hier bei SBS möchte ich euch ja wirklich zeigen, wie ich Schritt für Schritt alles mache. Und wenn ich da nicht Schritt für Schritt alles nutzen darf, wie ich es möchte, ist es ja irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Von daher entschließe ich mich jetzt einfach mal, die Fenster zu nutzen. Natürlich würde ich mich jetzt auch noch freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, was ihr von der ganzen Sache haltet, wie ich das jetzt gerade für mich selbst beschlossen habe. Ob ihr denn damit zufrieden seid, ob ihr mit dem Kompromiss leben könnt oder ob ihr das halt komplett ummodeln wollt. Schreibt es einfach mal rein, würde mich freuen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann sehen wir uns einfach nächsten Sonntag hier bei Step by Step wieder. Und ja, dann bis dann und ciao.